Und damit herzlich willkommen und grüßt euch bei eurem Ultimate aus hier, einem nächsten Player Review. Ja, ich komme vom Umzug endlich wieder zum Videos machen und da wollen wir nicht gerade lange fackeln. Arjen Robben ist heute der Spieler, um den es gehen soll. Ballkontrolle 90, Dribbling 93, Short Passing 84, Finishing 83, richtig gute Werte. Er ist 29 Jahre alt, Linksfüßer, Arbeitsraten sind hoch, niedrig, hat 2 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Skill Moves und seine, ja, körperlichen Attribute sind richtig stark mit Antritt 94, Beweglichkeit 93, Balance 94 und so weiter. Und wie auch schon in den letzten Reviews werde ich jetzt einfach Arjen Robben nach seinen 6 Eigenschaften einfach so bewerten und euch dann ein Gesamtfazit geben. Wir kommen als allererstes zu seinem Pace. Ja, auf der Karte steht 92 und ich muss sagen, dieses fühlt sich wirklich so an. Also er ist ein richtig, richtig schneller Spieler. Vor allen Dingen ist er auch jemand, der explodiert beim Antritt. Das hätte ich nicht so erwartet. Ist vielleicht noch ein bisschen spritziger als Hassar, den ich ja wirklich für den besten Flügelspieler bis hin immer noch halte, weil ich ja die ganzen Großen noch nicht getestet habe. Auf jeden Fall Arjen Robben Sprintgeschwindigkeit ist ja 91, Antritt 93 und das spürt man auch wirklich. Also für mich einer der schnellsten Spieler, die ich je bei FIFA gespielt habe. Des Weiteren haben wir 85 Schießen und da komme ich zu seinem einzigen Schwachpunkt und zwar sind es die 2 Sterne Weak Foot. Es ist einfach normal und typisch auch im Real Life, dass Arjen Robben immer von außen nach innen einzieht und dann den Abschluss sucht. Das gleiche kannst du auch nur bei FIFA machen, denn Flanken mit rechts sind nicht so überragend und wenn man dann mal mit rechts schießen möchte, dann sollte man das erst tun, wenn man zwischen 5 und 10 Meter vorm gegnerischen Tor angelangt ist. Dann ist er vielleicht auch ein bisschen sicherer, aber von Weitem kannst du einfach nicht mit Arjen Robben schießen. Des Weiteren sind seine Longshots gar nicht mal so übel. Er macht zwar nicht viele Tore, aber wenn er sie macht, trifft er sie überragend und vor allen Dingen sein Finishing ist richtig, richtig stark. Er hat zwar nur auf der Karte stehen 83 im Game Stats, aber das merkt man so nicht. Also ich finde, mit R1 kann man richtig geile Tore machen, wenn man dann reinzieht und dann einfach die 1-Taste gedrückt hält. Des Weiteren haben wir noch 80 Passen und ich muss sagen, seine 80 Passen fühlen sich besser an, als ich je gedacht hätte. Er bringt saubere Pässe an, er ist durch seine Übersicht, finde ich, richtig, richtig gut am Start. Das Passen kommt da einfach richtig gut zur Geltung, egal ob lang oder flach, hoch oder was weiß ich. Es geht richtig gut, also er macht einen richtig guten Eindruck, muss ich sagen. Ich war sehr positiv überrascht über seine Passwerte, die jetzt nicht so überragend sind. Des Weiteren haben wir Dribbling 92 und ja, das ist ganz klar, die Dribbling 92, die kann man richtig, richtig nachvollziehen. Des Weiteren kommt dazu, dass er sehr beweglich ist, das heißt, wenn man einen Ball am Fuß hat, kann man schnell einhaken, kann man mal kurze, schnelle Wendungen machen und dies zeichnet, denke ich mal, auch Arjen Robben aus. Deswegen ist er auch nicht so einfach zu halten, denn auch wenn er nach innen zieht und man weiß das, es ist durch seinen Antritt, durch seine Beweglichkeit und durch seinen Dribbling sehr, sehr schwer, ihn trotzdem zu stoppen. Also ich bin sehr überrascht gewesen, dass Arjen Robben da keine Probleme weiter hat, wenn sich viele Gegner darauf eingestellt haben, dass er eben nach innen zieht. Jetzt haben wir noch die 2 Werte, Defensive 47 und Kopfball 58. Also ich muss sagen, er hat eben ein High-Low-Work-Rate und deswegen, man merkt es auch, er ist sehr, sehr selten hinten. Das heißt, man kann seine Defensivwerte nicht wirklich richtig gut beachten. Das Einzige ist vielleicht, dass er ja, wenn er dann mal durch ist und seinen Körper dann reinstellt, dass er dann auch ab und zu, auch wenn er in die Mitte zieht, durchkommt. Das liegt aber teilweise meiner Meinung nach daran, dass er so ein starkes Dribbling hat. Denn seine Stärke ist jetzt nicht so überragend mit 65 und ich muss sagen, okay, Defensive kann man nicht wirklich bewerten, weil er wirklich sehr oft nur vorne zu finden ist. Sein Kopf bei 58, muss ich sagen, hat mich ein bisschen beeindruckt. Also er ist jetzt nicht derjenige, der jedes Kopfballduell verliert. Nein, auch die wichtigen Kopfbälle kann er mal gewinnen. Ich würde ihn so einschätzen bei 65 maximal. Aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach mehr drinne, als auf der Karte vorgegeben ist. Zusammenfassend kann man sagen, Arjen Robben ist der typische Flügelflitzer. Also man schickt ihn mit Dreieck, L1 Dreieck und dann zieht man nach innen und schließt ab. Das ist eine große Stärke und sein Preis wird er da, denke ich mal, auch gerecht. Einer der besten, vielleicht der beste rechte Mittelfeldspieler in FIFA. Sein Preis beträgt auf der Xbox 270.000, auf der PlayStation 4 360.000 und wer die Münzen hat, kann ihn gerne mal testen. Des Weiteren werde ich mir mal Aubameyang Second Inform testen, der soll ja auch gar nicht mal so übel sein und dann werde ich mal einen Vergleich zu Arjen Robben ziehen, wer sich da mehr lohnt, denn ja, mal schauen,
durch Aubameyang bekommt er vielleicht Konkurrenz in der Bundesliga. Man weiß es nicht. Das werden wir später erfahren. Wenn ihr dieses Video gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ich bin raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Ultimate Aussie. Macht's gut. I'm in Paris with my team, walking slow like I'm